Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir und zwar den Train-Made-Up-Adventskalender. Ich bin super, super excited. Ich liebe diese Adventskalender-Videos und ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge ich das poste, aber es sind drei Adventskalender, die ich jetzt noch filme. Und dann ist es vorbei. Rosenthal wird der letzte Adventskalender sein. Ich weiß nicht, was mit Rosenthal passiert ist. Also da ist nichts passiert, aber der kommt halt sehr, sehr spät. Erst wird der geliefert. Und genau, das heißt, der kommt noch vor und das war's dann. Dann ist schon Adventskalender-Season bei mir vorbei. Natürlich kommt dann die richtige Adventskalender-Season. Da freue ich mich natürlich enorm drauf. Ich liebe das. Aber jetzt machen wir noch Train It Up. Was ist meine Meinung? Let's unbox it. Ich bin super, super, duper excited. Was sagen wir mal zum Adventskalender an sich? Ja, ich finde es halt immer schwer mit Menschen auf Adventskalendern. Ich habe halt lieber gerne weihnachtliche Motive, aber das ist halt immer sehr individuell. Er kommt dann eben hier so zum Aufklappen und da haben wir dann hier da dann die ganzen Türchen. Hier bin ich so super orange und dunkel im Hintergrund, weil es nur auf den Adventskalender fokussiert. Aber ich würde sagen, wir öffnen jetzt die Türchen, auch wenn ich da ein bisschen crazy ausschaue. Lichter, it is what it is. Und zwar, ich bin so, so excited. Ich hoffe, der wird jetzt gut. Wir hatten schon zwei, wo ich nicht so excited war. Deshalb hoffe ich jetzt, dass er gut ist. Da ist das Türchen Nummer 1. Okay, das geht ein bisschen schwer so. Ah, wir haben einen Eyeshadow. Da muss die Pinzette ran. Das kriege ich sonst hier nicht raus. Aber mit Pinzette funktioniert alles wunderbar. Und jetzt zeige ich euch das Produkt. Der schaut aber wirklich, wirklich cool aus. Muss ich echt sagen, so richtig cool. Ich benutze keine Single Eyeshadows, das heißt, der kommt entweder in eine Verlosung oder irgendwer bekommt den. Aber, cool, 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 finde ich cool. Dann machen wir weiter und zwar Number 2. Where's Dice Number 2? Number 2 ist hier. Also ich weiß nicht, das sind zwar so kleine Öffnungen. Ja, okay. Jetzt, und zwar eine Nail Polish in so einem richtigen Green. Ich muss hier wieder mit der Pinzette. So sieht der Nagellack aus. Ich benutze keinen Nagellack, aber ich finde die Farbe richtig cool. Ich finde, das ist auch so eine Halloween-Farbe. Also auch weihnachtlich, aber auch so ein bisschen Halloween. Sehr, sehr cool. Ich vermute, dass wir ein bisschen viel Nagellack bekommen, aber bin ich jetzt nicht der größte Fan davon, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, aber es ist schon in Ordnung. Hier haben wir die Nummer 3. Ups, und da bekommen wir gleich noch einen Nagellack. Und da habe ich ihn auch gleich rausbekommen. Und zwar ist das so ein... Aber das ist auch, finde ich, eine schöne Sommerfarbe. Das ist dieses Rot, Rot-Orange irgendwie. Also ist schon cool. Ist cool. Aber wir haben schon zwei Nagellack. Ich hoffe, dass auch ein paar Produkte für mich dabei sind. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hoffe schon. 3, dann haben wir 4. 4 ist hier drüben. Und gucken wir, was sich dahinter verbirgt. Es ist ein Ultra Matt. Also sie gehen halt echt schwer raus. Also ich habe natürlich auch meine Nägel, aber... Also, wow, nee, muss ich mit der Pinzette. Da machen man sich sonst die Nägel kaputt. Das wollen wir nicht, weil die sind unheimlich schwer. Sind gut da drinnen verpackt. Also verrutschen wird das hier nicht. Das ist... sehr, sehr gut verpackt. Und zwar Ultra Matte Lip Cream. Wunderschöne Farbe. Vielleicht behalte ich mir den. Muss ich mal alles dann durchgucken. Aber ja, ist irgendwie. Ups, da fliegt schon alles wieder. Machen wir ein bisschen Unordnung. Ich habe ja eh vor kurzem erst gesorgt, aber das ist eh egal. Das war jetzt 4. Jetzt suchen wir die Nummer 5. Wo ist die Nummer 5? Hier ist die Nummer 5. Und das verbirgt sich. Also das ist echt ein robuster High Shine Lipstick. Wunderschöne Farbe. Sehr, sehr schön. Wunderschön. Man kriegt richtig so schöne Rosé-Nudes. Cool, cool, cool. Bin ich gespannt, was ich für mich behalte und... Aber das ist cool, freue ich mich. Und das war jetzt 5. Jetzt gucken wir, da ist Nummer 6. Ups, okay, das sind Nail-Sticker. Ja, ich verstehe es, aber
Das sind auch, muss ich dazu sagen, sehr, sehr cute Nail Sticker. Die sind putzig. Ja. Ist immerhin süß. It's okay, it's cute, it's cute. So, dann gucken wir weiter. So ein großes Türchen war das jetzt. Und jetzt suche ich die Nummer 7. 7, 7, 7. Ich finde dich nicht. Da ist die Nummer 7. So, und was verbirgt sich da? Ein Nagellack. Also auch bitte, wenn ihr den zu Weihnachten habt, haltet euch eine Pinzette bereit. Sonst macht sie euch wirklich den Nägel kaputt. UV Power Gel Nail Polish. Na, sehr, sehr cool. Schöne Farbe. Ja, ist doch schön, schön. Aber ich glaube, es werden viele Nagellacke. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, es wird sehr, sehr viel Nagellack. Das war jetzt 7. Jetzt suche ich, da haben wir unten die 8. So ein rundes Türchen. Was bist du denn? Skin Supreme Compact Powder. Richtig cool. I'm gonna keep it for myself. Richtig cool. Kommt so mit so einem Ding. Und so, das ist. Die Farbe ist auch eigentlich recht gut für mich. Oh. Interesting, interesting. Yes, yes, yes. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Superfan von so Shades, aber dann schenkt man es einfach wen. Also man muss es dann halt dann einfach so lösen, wenn die Hautfarbe für einen nicht passt, mache ich genauso. Oder man kann es als Lidschatten oder für andere Dinge benutzen. Da ist 8, jetzt suche ich 9. Also sie sind recht gut, da ist Nummer 9. Recht gut versteckt, muss ich dazu sagen. Das ist wirklich ein Adventskalender, wo man sich die Nägel poliert. Und das ist irgendein Lippen. Ich glaube, ich muss hier mit der Pinzette gleich rangehen. Ups, nein, ich habe ihn sogar rausbekommen. Was bist du? Lip Liner. Bronzing Lip Liner. Cool, cool. Okay, das ist so eine Schimmer, also so ein rotes Shimmer-Shade. Also so Metallic eigentlich. Metallic, cool. Schöne Farbe für Weihnachten. Weihnachtliche Farbe. Jetzt muss ich hier ganz gut aufpassen, dass ich ihn nicht zerstöre beim Zumachen. Das war jetzt 9. Jetzt suchen wir die Nummer 10. Und da ist gleich die 10 ist gleich drunter. Und es ist wieder was Rundes. Was? Ups. It's a blush. Und der Trinidad Powder Blush. Das ist eine schöne, schöne Farbe. Und auch eine Farbe, die sehr, sehr viele Skin Tones, glaube ich, tragen können, weil es sehr, sehr dunkel ist. Ich müsste eher, was ich auf dich tue, ist sehr, sehr light-handed, also wirklich nur ganz soft drängen. Aber könnte sein, dass ich den für mich behalte. Interesting. Sehr, sehr cool. Bis jetzt bin ich, also ich bin, aber ich habe mir schon gedacht, es wird gut, weil it's the M. Da haben wir die Nummer 11. Und was bist du denn? Du bist eine Mascara. Nee, also bis jetzt ist es wirklich, wirklich gut. Trended Up Air, so Eye Appearance Mascara Volume and Definition. Sehr, sehr cool. Passt doch zu meinen Nägeln. I love it. Sehr cool. Richtig, richtig cool. Cool, cool, cool. Ich liebe die Variation bis jetzt. 3 Nagellacke. Zwar viel, aber es ist noch machbar, es ist noch machbar. Schauen wir, wie viele noch kommen. Aber bis jetzt bin ich sehr, sehr, mag ich die Variation von Produkten sehr, sehr gern. Jetzt brauchen wir die Nummer 12. Wo verbirgt sich da? Ist die Nummer 12, dieses Riesentürchen. It's an Eyeshadow Palette. Cool. Ich meine, ich glaube, dass ich die herschenken werde. Aber ich glaube, dass sich da wer richtig freuen kann. Die ist ja süß, die ist ja wirklich putzig. Wunderschön, sehr, sehr schön. Eine schöne, schöne Lidschattenpalette. Sehr, sehr schön. Und das ist auch Lidschattenpalette, genau. Aber das kann man auch, also ich meine zum Beispiel, den kann man ja auch als Highlight benutzen. Cool, sehr, sehr schön. Cooler Adventskalender, wirklich sehr, sehr schön. Das war 12. Dann haben wir gleich hier daneben haben wir die 13. Ups, mein Finger steckt. Unser Bronzing Lipstick.
Ich bin ja mittlerweile jetzt auch so ultra, alles was so Variation hat und wo die Produkte drinnen sind und wo man was bekommt, bin ich schon so, nee, es ist super, es ist super, es ist. Und hier sind keine komischen Kärtchen, ah, es ist super. Unser Trended Up Bronzing Lipstick, genau. Okay, cool. Cool ist ein bisschen mehr dunklere Berry-Farbe. Sehr, sehr cool. Richtig, richtig cool. Ich habe von Trended Up, glaube ich, war das. Habe ich so einen Bronzer. Ich glaube, das war so einer und den habe ich geliebt. Aber den habe ich dann, glaube ich, verloren und konnte euch den nie zeigen. Aber den habe ich fast aufgebraucht gehabt. Den fand ich richtig, richtig toll. Dann 13, 14, 14, 14. Da ist die 14. Und was verbirgt sich? Ups. Also, das ist wirklich ein Adventskalender, wo man sich die Nägel holen muss. Also, uff, ich kann es nicht oft genug sagen. Okay, das ist irgendein Nail Repair. Ja. Nail Repair Oil. Ich meine, sowas ist super. Dadurch, dass ich die Nägel machen lassen gehe, bekomme ich eben so ein Oil und alle möglichen Treatments immer drauf. Aber das ist ganz, ganz toll. Also, sowas finde ich ist schon wichtig. Gut, das war jetzt. Was war das jetzt? 14. Where is number 15? There is number 15. Und was verbirgt sich hier? Ein Nail Polish. Das ist auch ein richtiges so Blutrot. Sehr, sehr schön. Wirklich, wirklich schön. Glaube ich auch, dass man da. Ja, also ich meine, wir haben viel Nail Polish bis jetzt. Aber four. Aber dieses Nail Repair ist nicht wirklich Nail Polish. Das ist so ist okay. Aber ich bin halt kein super Nail Polish Fan. Aber das ist ja jedem das Seine. So, 15, 15 war das jetzt. 16, there is 16. Oh, schon wieder Nail Polish. Wo ich gerade sage, na, es ist noch nicht so schlimm, kriegen wir noch eine Nail Polish. Aber es ist irgendwie eine richtig coole Farbe. Oh, das ist so gemein, denke ich mir. So denke ich mir so, ich will Nagellack, aber ich bin leider wirklich, wirklich immer zu faul gewesen, um meine Nägel schön zu lackieren. Ich habe das einfach nur so drüber gedingst und das sah nicht schön aus. Es gibt einen Grund, warum ich das mag. Also, aber es ist sehr, sehr cool. Cool, aber wir haben jetzt schon ziemlich viel Nail Polish. Das war jetzt Nummer 16. Jetzt gehen wir weiter zu Nummer 17 und die verbirgt sich hier oben. So. Ups, es ist ein. Okay, nein. Es ist eine. Sensitive Lip Butter. Also, ich glaube, die behalte ich. Aber alles, was ich behalte, werde ich im Getestet erwähnen und euch dann Feedback abgeben. Aber es klingt richtig spannend. Cool. Richtig cool. Gefällt mir. Das war jetzt Nummer 17. Jetzt suchen wir die Nummer 18. Und die müsste jetzt da sein. Und. I'm fighting! So, und es ist eben ein Pencil. Okay, Brow Booster Pencil. Oi, oi, oi. Okay. Das ist halt grau, ne? Besteht der akzentuierende Augenbrauen Holzstift mit natürlichen Zeolose-Fibers. Zum Verdichten der Augenbrauen mit pflegender Schere. Ja, ist ja wunderschön, aber wer hat graue Augenbrauen? Also, dann ist man halt 60 plus, oder? Also, ich weiß nicht, das ist bei jedem unterschiedlich, weil man natürlich grau wird, aber der ist ja grau. Ne? Also, die Farbe ist ein bisschen bedenklich, ne? Also, ich weiß nicht, also. Grau, also, auch wenn man grau. Kriegt man dann graue Augenbrauen? Ich weiß es nicht. Ich habe da noch nie so drauf geachtet. Aber. Warum ist der grau? Aber den werde ich vermutlich selbst behalten, weil erstens will ich den nicht wegschmeißen mit dem grauen. Und euch da werde ich ein Feedback geben. Aber grau? Warum? Why? Aber ich werde es ausprobieren. Vielleicht ergibt das voll Sinn. Ich sag, man darf nicht zu schnell urteilen. Dann, das war jetzt Nummer 18. Hier unten haben wir die Nummer 19. And it's Nail Polish. Ich meine, jetzt glaub ich, wir haben jetzt fast alle roten Töne, die es jetzt sozusagen fast gibt. Wir haben jetzt wirklich, wir haben, ja, also man ist mit Rot, ist man definitiv ausgesorgt. Also da haben sie gedacht, nee, da bekommt sie ja alles. Aber das ist ja auch lieb. So. Aber es ist schon viel Nagellack. Ja, aber es war es, glaube ich, letztes Jahr auch.
aber auch für den Nagellack. Wenn ihr wollt, kann ich euch das auch verlinken. Dann könnt ihr dort auch vorbeigucken. Das war jetzt 19. Dazu haben wir da oben ein großes Türchen. Das ist immer spannend. Was ist da drin? Was ist da drin? Eine Contouring Palette. Cool, richtig, richtig cool. Also eine Contouring Palette. Voll schön. Richtig cool. Sehr, sehr cool. Gefällt mir wirklich gut. Finde ich toll, dass wir da... Also wir haben eigentlich eine schöne... Wir haben sehr viel Nagellack. Aber wir haben trotzdem sehr, sehr viele unterschiedliche Produkte. Also ich finde es süß. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Es ist ja... Jetzt haben wir 21. Und zwar hier. Es ist ein Single Eyeshadow. Und ich bin jetzt gespannt. Jetzt! Yes! Jetzt! Genau, das ist eben Virtual Eyeshadow. Das ist dieses, das ist so ein Duochrome. Richtig, richtig cool. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kamera das aufgreift, aber ich vermute mal, das ist so ein grün-rot-blau-Lidschatten. Ich benutze keine Single Eyeshadows, aber richtig cool. Ja, it's cute, yes. 22 haben wir hier oben und da gucken wir, was sich da... Oh Gott, das ist wieder schwer hier. Oh. Okay, irgendwas Lip Oil oder so. Roller Baby Lip Gloss. Okay, das ist so ein, ja genau, so ein, ich nenne ihn mal gerne 90er Jahre Applikator. Bin ich der Riesenfan von denen, aber dadurch, dass der sehr dünnflüssig ist, ups, jetzt weiß ich nicht, aber weil er sehr dünnflüssig ist, glaube ich, kann das eigentlich recht gut funktionieren. Habe ich euch das Produkt jetzt? So sieht es nochmal von nahen aus. Aber ich finde auch die Verpackung sehr, sehr schön. Mhm. Eigentlich, that's cute, ja. 23 ist wieder ein rundes Türchen. Bekommen wir jetzt einen Bronzer oder Highlighter? Ein Powder Blush noch. Aber das ist süß. Ich liebe sowas. Da ist nämlich, ist ein Powder Blush. Aber, guckt's mal. It's a Ginger Man. Ginger Man oder Ginger Woman, I don't care, aber es ist so süß. Oh, ja, sowas liebe ich. Na, den werde ich vermutlich behalten. Ich liebe das, wenn sie so weihnachtliche Details einfach einbauen. Wir haben halt, es so, der Trended Up ist halt nicht so super duper weihnachtlich. Wir haben sehr, sehr viele weihnachtliche, zum Beispiel auch so Töne und so. Und auch die Nailstickers sind sehr weihnachtlich, aber es ist, das Packaging ist jetzt nicht extra designed für diesen Adventskalender. Also das ist ganz normal. Habt ihr eh gesehen. Es ist ganz normales Packaging. Und da schätze ich es dann eben. Aber jetzt ist das Spannendste. Jetzt kommt das Spannendste. Und zwar 24. Oh mein Gott. Hier ist es. Ich weiß nicht. Irgendwas Langes ist es auf jeden Fall. Es ist ein Merry Christmas. Oh mein Gott, das ist süß. Ja, I love it. Ich lieb's. Es ist ein Body... Oh, es ist ein Glitzer Body Mist. Und da steht eben Merry Christmas. Ist das... Das ist so süß. Das finde ich super, super süß. Das Packaging wurde da designt. Das ist ein Produkt wahrscheinlich, was sie extra für diesen Adventskalender gemacht haben. I love it. Das ist richtig cute. Das ist so süß. Nein, das finde ich wirklich, wirklich süß. Das hatten wir letztes Jahr, wenn mich nicht täuscht, hatten wir das nicht. Also ich schätze das enorm. Sie sehen, dass Adventskalender einfach eine enorme Wichtigkeit in unserer Gesellschaft haben. Und deshalb haben sie das jetzt gemacht. Aber so süß. So süß. Und dann auch noch Merry... Ja, ich... I love it. Es ist so süß. So, meine Lieben, wir kommen zum Feedback. Und zwar, ich muss dazu sagen, ich finde den super. Ich finde den wirklich, wirklich gut. Das ist ein richtig schöner Adventskalender. Ich finde den super. Ich finde, es ist zwar von einer Kategorie, die ich jetzt nicht sage, aber von einer Kategorie, ist für mich ein bisschen persönlich zu viel. In der Kategorie hätte ich mir ein bisschen mehr verschiedene Produkte gewünscht. Aber im Großen und Ganzen ist das ein wunderschöner Adventskalender. Das ist definitiv, ich glaube, er kostet 23. Ich habe es eher am Anfang im Video hingeschrieben. Aber... Der Preis ist vollkommen in Ordnung. Ich liebe das, dass wir auch noch designte Produkte bekommen haben. Und ich hab definitiv den Step-Up vom letzten Jahr gesehen. Mhm. Ich finde es richtig, richtig cute. Finde ihn richtig, richtig schön. Ich kann ihn euch definitiv mit gutem Gewissen empfehlen. Das ist für mich ein Adventskalender und so soll ein Adventskalender sein. Es soll Spaß machen, es soll schön ausschauen. Und genau das macht dieser Adventskalender. Ich finde ihn wirklich, wirklich gut. Ich finde ihn schön und vor allem finde ich ihn jetzt doppelt so schön, weil wir wirklich zwei Adventskalender hatten, wo ich
Der eine war an und für sich nicht so sehr, der war nicht so schlimm, aber ich fand ihn, ich habe mir was anderes erwartet. Und der andere, der hat mir überhaupt nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich. Also den fand ich, da war ich wirklich enttäuscht. Und deshalb freue ich mich dann, wenn ich so einen Adventskalender habe, wo ich schöne, viele Produkte habe und es mir Freude macht. Aber jetzt würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Das freut mich immer, wenn ihr mehr werdet und wenn euch die Videos gefallen. Das freut mich ganz, ganz toll. Und jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder was auch immer ihr tut, Abend, früh. Ich wünsche euch einfach wunderschöne Zeit und genießt es. Und ich hoffe, ich konnte euch eine nette Stunde. Und jetzt würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo gibt es ein weiteres Video von mir und könntest meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich mich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann könnt ihr mich super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!